Der Tag ist gekommen, an dem es meinen Haaren an den Kragen geht. Ja, hallo ihr Lieben, ich habe in diesem Video einiges vor und das werde ich euch jetzt ganz kurz erklären, weil ich muss gleich wieder zur Schule. Wie ihr sehen könnt, meine Haare sind braun. Hellbraun, eigentlich auch ein recht schönes helles Braun, aber sehr, sehr fleckig, weil ich einfach verschiedenste Haarfarben in 2016 hatte. Also ich hatte blau, ich hatte weiß, ich hatte rosa, ich hatte pink, ich hatte alles. also weiß mehr oder weniger, wenn ich einen guten Tag erwischt habe. Auf jeden Fall, habe ich etwas Großes vor. Meine Haare sind zugegebenermaßen nicht schön momentan. Also sie sind sehr üsselig. Ich habe keine Lust mehr, sie zu stylen richtig. Ich trage sie einfach meistens so, wie sie halt momentan sind. Sie sind in den Spitzen etwas trocken, deswegen werde ich auch ein Stück abschneiden. Und ich werde sie schwarz tönen erstmal. Also das wird eh nicht lange halten, weil die Haarfarbe, also meine eigentliche Haarfarbe war vorher so dunkel wie meine Extensions. Auch relativ grünstichig, wie man das sehen kann. Die waren wirklich sehr, sehr grünstichig. Deswegen hatte ich auch ein Video gemacht, wie ich das neutralisiert habe. Und jetzt werde ich es halt alles einfach schwarz machen, weil ich mir denke, schwarz hatte ich echt lange nicht mehr. Ich hatte schwarz das letzte Mal mit 14. Und dann habe ich einfach alles einheitlich. Und meine Extensions kann ich tragen, weil die habe ich halt von VB Fashion bekommen. Und ich mag die Extensions von VB Fashion und will sie halt auch gerne tragen. Und ja, die hatte ich nicht einmal an, weil sich die Farbe halt bei mir so schnell rausgewaschen hat an den echten Haaren. Und ja, das wird bei dem Schwarz auch wie gesagt nicht anders sein, weil es halt eine Tönung ist und weil meine Haare halt geschädigt sind. Die Pigmente halten nicht gut im Haar, aber ich möchte es einfach haben. Und dazu werde ich noch etwas tun, und zwar möchte ich mir einen Pony schneiden wieder. Ja, ich habe das letztes Mal sehr bereut, aber da war es auch einfach so, ich hatte, keine Ahnung, ich war einfach nicht so zufrieden mit meiner Haarfarbe damals und es sah einfach alles nicht so stimmig aus und ich finde schwarze Haare und ein Pony echt schön. Vor allen Dingen auch so einen kurzen Pony, also dieses Betty Banks mäßige, da weiß ich aber noch nicht, ob ich das so hinbekomme mit dem runden vorne. Sorry, dass ich so in den Bildschirm reingucke, aber ich gucke halt immer so ein bisschen, ne? Und ich werde halt einfach sehr viel an meinen Haaren verändern und ich dachte mir, ich nehme euch bei dem ganzen Prozess mit, weil ich werde das alles zu Hause machen. Also falls ihr auch denkt so, yo, ich habe voll Bock auf eine Veränderung, dann hi, ich mache euch eine Veränderung vor und ihr könnt dann überlegen, ob ihr das auch macht oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Dachte ich mir, ich filme das alles, weil vielleicht wird es auch mega der Fail, vielleicht auch nicht. Hoffen wir einfach mal, dass es kein Fail wird, weil ich hatte die letzte Zeit echt genug Fails mit meinen Haaren, weil eigentlich wollte ich ja Splithair wieder haben, also die Seite mit Pony halt weiß und der Rest braun. Hat aber auch nicht so funktioniert, deswegen mache ich jetzt alles schwarz. Und ja, ich habe Bock drauf und ich bin echt gespannt, wie es am Ende aussieht. She knows it.
jetzt meine Färbeklamotten an. Ja, ich habe eine Färbeschlafanzughose, weil mir sonst immer kalt wird. Ja, ich werde übrigens mit dieser Movida-Farbe tönen, das Färben, was auch immer, einfach um erstmal ein bisschen zu gucken, ob mir das dann wirklich gefällt, weil zur Not wäscht es sich halt wieder ins Dunkelbraune aus und das fände ich halt auch nicht so schlimm. Und ja, ich habe irgendwie ein bisschen Angst, aber das habe ich immer vom Färben und danach werde ich ja den Pony schneiden, also bleibt auf jeden Fall dran. Ich mache jetzt meine Haare nass, klatsche den Shit auf meine Haare und dann sehen wir uns wieder, beziehungsweise jetzt. Ja. Willst du mal meinen Berater spielen? Aber also die sich die Haare färben. Ich kann trotzdem gucken. Jetzt das Endergebnis. Mein Ansatz ist leider nicht ganz tief schwarz geworden. Ja, und ich bin ungeschminkt. I'm sorry. Ich werde mir jetzt ein Pony schneiden. Und ich habe so Angst. Oh mein Gott. Das ist schwierig. Ich kann das einfach erstmal ganz wenig. Und dann einfach immer mehr. I don't know. Gott, Leute. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung. Egal. Ich meine so, ist auch schön. Ist mal was anderes, ne? Das Lied von Tim Heidecker, ja, Mann. Ist das nicht gerade Steh mir bei? Oh ja, da muss ich gerade irgendwie dran denken. Seriously, what the fuck? Scheiße, ey. Snip, snip, snip. Oh mein Gott, ich freue mich voll irgendwie. Auch schön.
das ist jetzt das Endergebnis. Und ich muss sagen, ich liebe es wirklich. Ich finde es so cool irgendwie. Es ist einfach mal was anderes. Es sieht nach was aus. Es sieht gepflegt aus. Es sieht einfach cool aus. Und der Grund, warum ich halt mich dazu entschieden habe, habe ich ja mehr oder weniger schon am Anfang gesagt, weil meine Haare fleckig waren, sie waren kaputt, sie sahen nach nichts mehr aus, sie hatten keine richtige Frisur mehr, ich hatte auch keine Lust, sie zu stylen. Und jetzt habe ich halt wieder eine Frisur und finde sie auch schön und meine Haare sind schön, sie fühlen sich auch gut an und ich werde sie jetzt auf jeden Fall wachsen lassen. Ich nehme auch zur Zeit solche, die nennen sich Haarkraft-Tabletten, keine Ahnung, die sind halt mit Biotin und Zink. Und tut mir leid, wenn mein Lippenstift ein bisschen ekelhaft aussieht, aber ich habe dann gegessen. auf jeden Fall fand ich halt auch dieses mit dem Pony eigentlich echt cool, aber das finde ich sieht nur gut aus bei dunklen Haaren. Und ich hatte ja schon mal einen Pony mit den hellbraunen Haaren, da fand ich es einfach nicht so cool. Und ja, deswegen dachte ich mir, komm, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance und ich bin so froh, weil ich finde es echt mega cool. Ja. Und am Mittwoch bekomme ich auch mein Tattoo, dann habe ich noch mehr Veränderungen und da werde ich euch natürlich auch mitnehmen und eventuell kommt dann dieses Jahr auch noch ein Piercing, aber das erst in den nächsten paar Monaten, weil ich momentan ein bisschen broke bin. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer, dass ich sehr zufrieden bin und hoffe, euch gefällt es auch. Und klar, es ist eine Sache der Gewöhnung, nicht jeder mag auch diesen kurzen Pony, aber ich würde mal sagen, ihr könnt trotzdem nett sein. Und was bist du? Du kommst irgendwo anders hin? Okay. Man kann trotzdem was Nettes schreiben und wenn nicht, sollte man den Mund halten. Zitat Klopfer, mehr oder weniger. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es dann wahrscheinlich um die Extensions gehen wird, beziehungsweise wie ich sie halt färbe und so weiter. Und ja, und noch eine kleine Sache, falls ihr Lust habt, eure Haare zu verändern, dann macht es. Weil ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz für langweilige Haare. Okay, tschüss. Da in letzter Zeit so viele Leute nach dem Mali gefragt haben. Look at this boy. Oh, Baby. Oh, Mädlein. Du bist so süß. Süß bist du. Und du hast ein Schlappohr. Oh, I love you. Guck nicht so böse. Du bist nämlich gar nicht böse. Du bist ganz lieb. Dem Mali geht's auf jeden Fall gut. Nur sein Bart ist rötlicher geworden. Ja, dein Bart.